Hi Leute, die neue Ausgabe der Express-Zeitung ist jetzt auf dem Weg in eure Briefkästen. Diesmal mit dem Thema Klimawandel menschgemacht? Fragezeichen. Die Antwort auf diese Frage können die meisten von euch sicher schon vorhersehen: ein klares Nein. Und damit bestreiten wir nicht, dass es Menschen möglich ist, lokal etwas am Wetter zu verändern oder dass man durch modernste Technik das Wetter auch global beeinflussen könnte. Es geht darum, dass die offizielle Theorie der Erderwärmung durch menschlich erzeugtes CO2 nichts ist als eine unbewiesene Hypothese. Das heißt, die Behauptung, nach der fast jeder Staat unseres Planeten seine Umweltpolitik ausrichtet und wegen der inzwischen Billionen an Steuergeldern ausgegeben und weltweit tausende Gesetze erlassen wurden, ist schlichtweg nicht bewiesen. Und nicht nur das, sie ist auch noch falsifizierbar. In dieser Ausgabe wird die Theorie der Erderwärmung durch menschliches CO2 im Detail von Gerhard Wisniewski widerlegt. Und zwar so einleuchtend, wie es meiner Meinung nach noch kaum jemand hinbekommen hat. Wenn ihr ein Streitgespräch mit jemand führen wollt, der an die offizielle CO2-Theorie des Weltklimarats glaubt, dann lest die 8 Seiten dieses Wisniewski-Artikels und merkt euch seine Hauptargumente. Mehr braucht ihr nicht, um den Treibhausschwindel zu widerlegen. Nachdem wir in der Zeitung geklärt haben, warum die offizielle CO2-Theorie falsch ist, gehen wir ins Politische. Denn dass Wissenschaftler eine Theorie vertreten, die sogar von Laien zu widerlegen ist, spricht nicht gerade dafür, dass diese Wissenschaftler sich alle irren, sondern vielmehr dafür, dass sie uns schlicht bewusst ins Gesicht lügen. Und natürlich ist es mal wieder die Politik, die diese Lügen braucht, um ihre Ziele durchzusetzen. Thorsten Mann erklärt in seinem Artikel mit der Klimalüge in die globale Planwirtschaft, dass das Märchen der menschgemachten Klimaerwärmung sogar auf den Grundpfeilern des Sozialismus aufbaut. Denn Karl Marx hat schon im Jahr 1867 versucht, einen Zusammenhang zwischen der angeblich bösen freien Marktwirtschaft und der Zerstörung der Umwelt zu konstruieren. Das heißt, neben all den Unwahrheiten über die Ausbeutung des proletarischen Arbeiters in der freien Wirtschaft, hat er auch noch behauptet, die freie Wirtschaft verpeste die Natur, während es in einem kommunistischen System so etwas wie Umweltprobleme nicht geben könne, was längst durch die extreme Umweltverschmutzung in kommunistischen Staaten widerlegt wurde. Und nicht nur das, es war sogar ein KPdSU-Politbüro-Mitglied, das 1956 die veraltete und längst widerlegte Theorie wiederbelebt hat, CO2 würde die Erde in ein Treibhaus verwandeln. So konnte man dem Westen dann Planwirtschaft unter einem neuen Deckmantel verkaufen, nicht mehr zum Schutz des Proletariats, sondern zum Schutz der Umwelt. Danach kommen wir zum Weltklimarat, eine kleine obskure Organisation in Genf, besetzt mit ein paar hundert vermeintlichen Wissenschaftlern, nach deren Behauptung sich aber die gesamte internationale Umweltpolitik vollkommen unkritisch ausrichtet. Dass beim Weltklimarat keine Wissenschaft betrieben wird, zeigt sich schon dadurch, dass der Rat überhaupt keine Kritik an seinen Theorien zulässt. Das heißt, er erhebt einen Anspruch auf Unfehlbarkeit, so wie es auch das Politbüro der UdSSR zum Beispiel gemacht hat. Deswegen ist der Weltklimarat ein politisches Instrument, das einen politischen Befehl ausführt, nämlich zu beweisen, dass der Mensch an einer Klimaerwärmung schuld ist. Es gibt also keinen Grund, dieser Organisation zu vertrauen, denn sie hat mit objektiver Wissenschaft wirklich gar nichts am Hut. Wir kommen dann zur Klimapropaganda. In der Ausgabe davor ging es ja schon um die Hegelsche Dialektik, die künstliche Erzeugung von Problemen durch Terroranschläge. Nur bei einer herbei erfundenen Pseudokatastrophe wie der Klimaerwärmung entwickelt dieses Konzept Problemreaktion-Lösung nochmals eine ganz neue Dynamik, die auch im größeren Maßstab ausgenutzt werden kann als Terroranschläge. So ist ein globales Problem ja zum Beispiel ein idealer Vorwand, um die Regierungen der Welt zusammenzuschließen und eine Weltregierung zu errichten. Es geht dann weiter mit etwas handfesteren Themen, zum Beispiel der direkten Auswirkung der Klimapolitik auf uns, da hier in Deutschland längst hunderte Milliarden an Steuergeld investiert wurden, unter dem Vorwand einer längst widerlegten Behauptung. Und diese Milliarden wurden nicht nur sinnlos verpulvert, das wäre schon schlimm genug, die Investments in erneuerbare Energien könnten uns obendrauf noch wirklich in Gefahr bringen, denn uns drohen mittlerweile Stromblackouts, die tausende Menschen das Leben kosten könnten. Der Artikel ist von dem Gastautor Edgar Gärtner. Danach geht es weiter mit Gerhard Wisniewski, der aufdeckt, dass wir uns durch erneuerbare Energien nicht nur in den Ruin wirtschaften, sondern erneuerbare Energien inzwischen auch das zerstören, was den Naturschützern und den Grünen eigentlich am Herzen liegen sollte.
Heute wird sogar der von den Grünen so geheiligte Regenwald im Namen des Klimaschutzes abgeholzt und Urwaldbewohner aus ihrer Heimat vertrieben. Der vermeintliche Klimaschutz ist inzwischen nicht mehr nur eine Gefahr für uns Menschen, sondern auch eine für die Natur, wobei Mensch und Natur sowieso schwer zu trennen sind, da wir in der Natur leben müssen. Zudem lenkt der vermeintliche Klimaschutz auch von echten Umweltproblemen ab. Zum Beispiel dem Schadstoffausstoß von Flugzeugen oder der Schifffahrt, der viel toxischer ist als der Ausstoß des natürlichen Gases CO2 im Autoverkehr. Zum Schluss dann noch ein Artikel über die Wikipedia-Manipulation zum Thema Klimawandel. Ich denke, die meisten von euch wissen, dass man Wikipedia nicht einfach unbesehen glauben kann. Und die Ausmaße der Zensur und der Fälschung sind auch beim Thema Klima erschreckend. Wer die Zeitung abonnieren will, klickt einfach auf den Link unter dem Video. Ihr kriegt bei der Erstbestellung gleich 3 Exemplare der neuen Zeitung zum Verteilen an Freunde und Verwandte. Zudem könnt ihr auch ab einer älteren Ausgabe rückwirkend abonnieren. Wenn ihr bei der Online-Bestellung einen Kommentar dazu schreibt, dann könnt ihr auch jede ältere Ausgabe haben, die ihr wollt. Dann wird euch bei dem Abo einfach ein Monat abgezogen. Also wenn euch zum Beispiel nur die April-Ausgabe interessiert, dann schreibt das bei der Abo-Bestellung dazu und ihr kriegt diese Ausgabe zugeschickt plus die jetzige Ausgabe plus 10 kommende Ausgaben. Falls euch damals die Erstausgabe der Zeitung nicht überzeugt hat, dann will ich kurz anmerken, dass wir die Zeitung in den letzten Monaten stetig weiterentwickelt und verbessert haben. Also vielleicht gebt ihr der Zeitung noch eine zweite Chance. Wir kriegen großes Lob, vor allem aus der Branche von Autoren und Verlegern, aber auch von unseren Lesern. Das freut mich sehr und besonders freut mich auch, dass Gerhard Wisniewski, einer der kompetentesten Journalisten Deutschlands, jetzt regelmäßig für uns schreibt. Nur die Abozahl könnte noch etwas besser sein. Also abonniert und unterstützt allein vom Leser finanzierten Journalismus. Danke fürs Zuhören, danke im Voraus fürs Abonnieren und bis zum nächsten Video. Dass beim Weltklimarat keine Wissenschaft betrieben wird, zeigt sich schon dadurch, dass der Rat überhaupt keine Kritik an seinen Theorien zulässt. Das heißt, er erhebt einen Anspruch auf Unfehlbarkeit, so wie es auch das Politbüro der UdSSR zum Beispiel gemacht hat. Deswegen ist der Weltklimarat ein politisches Instrument, das einen politischen Befehl ausführt, nämlich zu beweisen, dass der Mensch an einer Klimaerwärmung schuld ist. Es gibt also keinen Grund, dieser Organisation zu vertrauen, denn sie hat mit objektiver Wissenschaft wirklich gar nichts am Hut. Wir kommen dann zur Klimapropaganda. In der Ausgabe davor ging es ja schon um die Hegelsche Dialektik, die künstliche Erzeugung von Problemen durch Terroranschläge. Nur bei einer herbei erfundenen Pseudokatastrophe wie der Klimaerwärmung entwickelt dieses Konzept Problemreaktion-Lösung nochmals eine ganz neue Dynamik, die auch im größeren Maßstab ausgenutzt werden kann als Terroranschläge. Es ist ein globales Problem, ja zum Beispiel ein idealer Vorwand, um die Regierungen der Welt zusammenzuschließen und eine Weltregierung zu 1967 versucht, einen Zusammenhang zwischen der angeblich bösen freien Marktwirtschaft und der Zerstörung der Umwelt zu konstruieren. Das heißt, neben all den Unwahrheiten über die Ausbeutung des proletarischen Arbeiters in der freien Wirtschaft, hat er auch noch behauptet, die freie Wirtschaft verpeste die Natur, während es in einem kommunistischen System so etwas wie Umweltprobleme nicht geben könne, was längst durch die extreme Umweltverschmutzung in kommunistischen Staaten widerlegt wurde. Und nicht nur das, es war sogar ein KPdSU-Politbüro-Mitglied, das 1956 die veraltete und längst widerlegte Theorie wiederbelebt hat, CO2 würde die Erde in ein Treibhaus verwandeln. So konnte man dem Westen dann Planwirtschaft unter einem neuen Deckmantel verkaufen, nicht mehr zum Schutz des Proletariats, sondern zum Schutz der Umwelt. Danach kommen wir zum Weltklimarat, eine kleine obskure Organisation in Genf, besetzt mit ein paar hundert vermeintlichen Wissenschaftlern, nach deren Behauptungen sich aber die gesamte internationale Umweltpolitik vollkommen unkritisch ausrichten. Es geht dann weiter mit etwas handfesteren Themen, zum Beispiel der direkten Auswirkung der Klimapolitik auf uns, da hier in Deutschland längst hunderte Milliarden an Steuergeld investiert wurden, unter dem Vorwand einer längst widerlegten Behauptung. Und diese Milliarden wurden nicht nur sinnlos verpulvert, das wäre schon schlimm genug, die Investments in erneuerbare Energien könnten uns obendrauf noch wirklich in Gefahr bringen, denn uns drohen mittlerweile Strom-Blackouts, die tausende Menschen das Leben kosten könnten. Der Artikel ist von dem Gastautor Edgar Gärtner.
Danach geht es weiter mit Gerhard Wisniewski, der aufdeckt, dass wir uns durch erneuerbare Energien nicht nur in den Ruin wirtschaften, sondern erneuerbare Energien inzwischen auch das zerstören, was den Naturschützern und den Grünen eigentlich am Herzen liegen sollte. Heute wird sogar der von den Grünen so geheiligte Regenwald im Namen des Klimaschutzes abgeholzt und Urwaldbewohner aus ihrer Heimat vertrieben. Der vermeintliche Klimaschutz ist inzwischen nicht mehr nur eine Gefahr für uns Menschen, sondern auch eine für die Natur, wobei Mensch und Natur so. Hi Leute, die neue Ausgabe der Express-Zeitung ist jetzt auf dem Weg in eure Briefkästen, diesmal mit dem Thema Klimawandel menschgemacht? Die Antwort auf diese Frage können die meisten von euch sicher schon vorhersehen, ein klares Nein. Und damit bestreiten wir nicht, dass es Menschen möglich ist, lokal etwas am Wetter zu verändern oder dass man durch modernste Technik das Wetter auch global beeinflussen könnte. Es geht darum, dass die offizielle Theorie der Erderwärmung durch menschlich erzeugtes CO2 nichts ist als eine unbewiesene Hypothese. Das heißt, die Behauptung, nach der fast jeder Staat unseres Planeten seine Umweltpolitik ausrichtet und wegen der inzwischen Billionen an Steuergeldern ausgegeben und weltweit tausende Gesetze erlassen wurden, ist schlichtweg nicht bewiesen. Und nicht nur das, sie ist auch noch falsifizierbar. In dieser Ausgabe wird die Theorie der Erderwärmung durch menschliches CO2 im Detail von Gerhard Wisniewski widerlegt. Und zwar so einleuchtend, wie es meiner Meinung nach noch kaum jemand hinbekommen hat. Wenn ihr ein Streitgespräch mit jemand führen wollt, der an die offizielle CO2-Theorie des Weltklimarats glaubt, dann lest die 8 Seiten dieses Wisniewski-Artikels und merkt euch seine Hauptargumente. Mehr braucht ihr nicht, um den Treibhausschwindel zu widerlegen. Nachdem wir in der Zeitung geklärt haben, warum die offizielle CO2-Theorie falsch ist, gehen wir ins Politische. Denn dass Wissenschaftler eine Theorie vertreten, die sogar von Laien zu widerlegen ist, spricht nicht gerade dafür, dass diese Wissenschaftler sich alle irren, sondern vielmehr dafür, dass sie uns schlicht bewusst ins Gesicht lügen. Und natürlich ist es mal wieder die Politik, die diese Lügen braucht, um ihre Ziele durchzusetzen. Thorsten Mann erklärt in seinem Artikel, mit der Klimalüge in die globale Planwirtschaft, dass das Märchen der menschgemachten Klimaerwärmung sogar auf den Grundpfeilern des Sozialismus aufbaut. Denn Karl Marx hat schon im Jahr 1800